Lächerlich. Lächerlich, was hier passiert ist. Die Brille, die sitzt so richtig. Die Brille ist gerade, mein Kopf ist nur schief. Oh nein. Grinch. Mahlzeit, meine Toys. Herzlich willkommen zum Super Toy Club, dem Graffiti-Battle in MS Paint. Das ultimative Battle weltweit für alle Kings und alle Toys. Mahlzeit, danke für deinen Follow. Letztes Mal habe ich es gar nicht mitbekommen. Toy Club Killer, was ist los? Willst du eben heute mitmachen, oder was? Na dann komm ran, Discord, öffne Paint, los geht's. Hab kein Paint, laber kein Scheiß, Alter. Als ob du gerade mit einem Mac im Starbucks gerade rumsitzt. Jeder hat Paint, ja? Also, wer kommt und so macht, der muss auch abliefern. Hab mir 2000er letzte Mal mit Paint gesketcht. Naja, wenigstens hast du es schon mal versucht. So, genau, eine Sache, die ich jetzt unbedingt nochmal sagen muss. Das hat sich in der letzten Zeit mal wieder so ein bisschen gezeigt, dass die Leute, die bei der Abstimmung teilgenommen haben, für die sehr guten Bilder eher abgestimmt haben, anstatt so wirklich für die richtigen Toy-Dinger, also wirklich die Dinger, wo sich selbst eine Lidl-Rückwand zu schade ist. Also die selbst auf einer Autobahn-Schallmauer am nächsten Tag weggekrost sind. Das ist doch der Spirit vom STC. Das sind die Dinger, die eigentlich gewinnen sollten. Das war ja eigentlich Super Toy Club. Also das Schlechteste, das Talentloseste. Naja, gucken wir mal, wie sich das heute entwickelt. Übrigens, ey, eine Sache noch. Ey, Toys, das geht überhaupt nicht klar. Wer von euch Toys war das bitte? Warst du das zufällig? Du kleiner Hund, du. Richtiger Pimmelberger-Move, ja. Den gleichen hatte Ema auch schon. Wiederholungstäter, ja. Lächerlich. Lächerlich, was hier passiert ist. So, dann fangen wir mal an mit dem Wort, ne? Und zwar das Wort, was wir heute Abend malen. Das allseits verhasste Wort. Also das Wort kann man auf zweierlei Arten interpretieren. Wir öffnen einfach mal einen Wikipedia-Eintrag. Schaut auf die Bedeutung, dass es ohne Verfälschung und natürlich ist. Was ich aber viel besser finde für urig, ist unterhaltsam und witzig, ohne zu übertreiben, urwüchsig. Am besten fand ich aber noch die Beispiele. Lasst uns in die Kneipe am Eck gehen, da ist urig und ohne Schickimicki. Finde ich geil. Ja Leute, das ist das Wort, ja. Ist mir egal, ob es euch gefällt oder nicht. Ja, ich kenne euch, ihr werdet immer was zu meckern haben. Ja, das ist ein schönes, gutes Wort aus der deutschen Sprache, was wir schon lange nicht mehr hatten. 4 Buchstaben, ihr macht es schon, Kinders. Bereiten wir uns mal vor. Leute, greift schon mal eure Mäuse. Das Pissen, mach hinne. Ich hab's dir schon mal gesagt, Schumi, ja? Besorg dir bitte eine Ente, die man am Tisch festmachen kann. Sag's dir, all deine Probleme sind gelöst. Ich benutze sie auch gerade. Jetzt in diesem Augenblick. Das Battle beginnt, wenn das Signal ertönt. Auf die Plätze, fertig, los! Und wir fangen an mit Dinsky. Ah, jedes Mal die gleiche Scheiße. Miezekatze, 420. Letztes Mal hat es ja fast geklappt mit deinem Sieg. Vielleicht schaffen wir es heute nach meiner kleinen Ansprache. Freitagabend ist die Zeit der Toys. Empor. Uhu. Das sind ja hier ganz neue Formen. Schöne Pfeile. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Pfeile sein soll. Das könnte schon wieder fast eine Skyline von irgendeiner altdeutschen Stadt sein. Wernigerode zum Beispiel. Immer, Alter, das R ist aber auch echt richtig Killer. Das hat was. Hier die schöne Linie. Hä? Hast du dich hier wahrscheinlich an meinem Bild glatt orientiert, oder? Komm, gib's zu, ich sehe das doch. Dorn. Dorn der Dicke oder Dorn der Dünne. Der ist wieder zurück. Style schon fertig vorgerissen. Nach nicht mal 2 Minuten. Bruder, was geht da ab? Obwohl der Style jetzt gar nicht so originell wirkt. Komisch finde ich den bis jetzt auch noch nicht. Also da muss auf jeden Fall noch was passieren. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Viel zu clean. Da versucht jemand auf Toy zu machen. Ja, ne? Das sieht schon wieder aus wie mit einem Grafiktablett gezeichnet. So können wir das hier nicht machen. Das läuft so nicht. Gib mir ein bisschen von dem Toy Spirit, ja? Mich gelüstet schon seit 7 Tagen nach ein bisschen neuen Toy Juice. Schumi. Ja, also man sieht mal wieder nicht viel. Schumi, tu uns doch mal allen gefallen, ja? Pissen. Ach Gott. Dinsky, hier schwüstert der Junge aber was zusammen. Alles krumm und schief, wie im Werkkundeunterricht damals in der Grundschule. Genauso sieht das aus. Na, was soll es denn werden? Ein Gewürzregal? Ein Schlüsselbrett für deine geliebten Eltern? Ich weiß nicht, ob das hält. Ja, das sieht ganz fragil aus. Da müssen auf jeden Fall noch ein paar Moves kommen, ein paar Pfeile, die das ganze Konstrukt noch ein bisschen weiter abstützen, damit daraus auch wirklich was richtig Solides wird. Miezekatze, 420. Aber ganz glanzlos hier, ne? Also, so schmucklos war das
Wort heute wirklich so schlecht, dass niemandem was einfällt, oder wie? Ihr setzt mich halt aber auch unter Druck. Miezekatze, das könnte halt auch ein veganer Supermarkt sein, dieses Urich hier. Hier kriegst du deine Kerne noch ungeschält. Naturbelassen. Empor A4, ey, Digga. Mein Herz frohlockt, wenn ich diesen I-Punkt sehe. Der ist ja mal so ultimativ. Richtig geil. Auch hier dieser Pfeil unten, ja, der alles schön zusammenhält. Das hier, dieser Style, der wurde für Jahrhunderte gebaut. Der wird die Leute noch erschüttern. Da sind wir alle Schnee von gestern geboren. Was gibt's bei dir? Hast du jetzt alles nochmal weggemacht? Hast du wieder neu angefangen? Ich hoffe es für dich. Weil letztes Bild war echt... Schmutz. Was soll das eigentlich da im Hintergrund werden? Ja? Malst du da gerade die Wartburg oder was? Irgend so eine alte Kaschemme? Bergsteigerhütte? Du willst mir da jetzt nicht echt erzählen, dass du da 2-Punkt-Perspektive in dem Haus da einbaust oder was? Toys haben noch nie in ihrem Leben etwas von Perspektive gehört. Ja, das ist nicht Toy Realistic. Wen willst du hier eigentlich verarschen gerade? Schumi, jetzt hier am Style Mulan. Schauderhaft, diese Proportionen hier. Malst du auch einen Curry oder soll das heute alle gewesen sein? Jetzt kommen hier die Blitze rein, ja? Hast schon wieder von Empor abgeguckt, oder? Dinsky, Alter, du hast aber auch die Ruhe, ne? Holzbretter mit Blocks oder was? Ja, sag mal, hackt's hier oder was? Also Bretter sind doch eigentlich dünn, oder? Das macht mich echt fertig, ne? Also so in meinem Kopf, so diese optische Täuschungen hier. Ja, wenn ich bei Dinsky auf ein Bild gucke, dann denke ich, ist das MC Escher oder ist es einfach nur ein Toy vor mir, ja? Wie er hier mit den Dimensionen hier spielt. Was geht ab bei Miezekatze? Ogre auf den G. Ach ja, genau. Shrek. Stimmt, Ogre war ja der Drachenlord. Aber auf jeden Fall schöne Detailversessenheit, ne? Ich glaube, sie ist da gerade im Mikropixel-Bereich. Aber wenigstens einer, ja, der hier ein bisschen detailverliebt ist. Empor. Was macht der Buckel-Style? Ich finde es richtig stark hier, was hier der Empor heute macht. Aber das R, Alter, das bockt mich richtig, Alter. Das hat so krasse Dynamik. Auf Messerschneide balanciert Empor im Super Toy Club und lotst die Grenzen des Stylings aus. Um Haaresbreite zwischen King und Toy. Da manövriert er seinen Style hindurch. Dorn. Also die Hütte. Ich meine, man kann ja nicht mal reingucken. Wenn du das so in einem Anschnitt gemacht hättest und eine Sauna da reingemalt hättest. Kann ja auch urig sein. Schumi. Girls. Girls. Alles okay, Leute. Es ist nichts passiert. Es sind nur Striche. Ulala. Da bleibt mir echt schon wieder die Spucke weg, weiß ich echt nicht, was ich sagen soll. Aber Chat, gib's doch zu, ne? Ihr habt doch darauf gewartet. Das ist doch genau das, was ihr sehen wollt. Genau deswegen seid ihr hier. Weil eure Mutter noch eure Internetverbindung kontrolliert und diverse bekannte Seiten nicht zugänglich sind, kommt ihr halt in den Super Toy Club, um eure Gier zu befriedigen. Ich sag's ja, ja, im Super Toy Club kommt jeder auf seine Kosten. Dinsky gerade auf der Überholspur zum ersten Platz. Ja, da, ihr lasst euch aber heute hier auch ordentlich Zeit, ne? Ich auch geil, dass die Brille unter den Ohren getragen wird. Nice. Empor. Ah, jeder Buchstabe ein anderes Blockdesign, ja? Raffiniert. Ja, ganz ausgefuchste Moves hier. Ich kann halt wirklich nichts Schlechtes über dieses Bild sagen. Ich mag die Proportion, ich mag diese Pfeile. Eigentlich sieht jeder Pfeil in diesem Bild anders aus. Mal länger, mal kürzer, mal dicker, mal dünner. Das ist das Einzige, was dieses Bild im Entferntesten irgendwie ein bisschen nach Toy aussehen lässt. Jetzt erkenne ich es. Jetzt, wo ein bisschen Grün und ein bisschen Himmel da ist, sehe ich eindeutig das wunderschöne, urige, ohne viel Schickimicki Sachsen vor mir. Die haben ja nicht mal die Blocks eine andere Farbe als der Style. Rauchergelb, wie meine Zähne. Also besteht quasi der Style aus Zahn. Meine Damen und Herren, ein neuer Style wurde geboren. Elfenbein-Graffiti. Bisschen kostspielig. Schumi, schöne Details. Sehr schön ausgearbeitetes Bild. Irgendwie machst du mich fertig. Dinsky, was geht ab bei dir? Macht noch ein paar mehr Styles. Du malst jetzt einfach den ganzen Background noch weiter aus mit Urich-Bildern oder wie? Miezekatze mit Track. Get out of my sweat. Swag. Alter, Empor hier nur mit Beschäftigungstherapie beschäftigt. Get out of my swap. Was soll das heißen? Bin dem Englisch doch nicht mächtig. Ach, Sumpf ist das. Okay. Entschuldigung, ja. Aber Sumpf, ja. Sumpf hatte ich echt nicht drauf gehabt. Schreibst du es jetzt auf Deutsch hin oder wie, Miezekatze? Danke, da werden auch unsere zurückgebliebenen Zuschauer abgeholt. Bin ich stark von dir. Der STC, ab heute barrierefrei. Nur Toys und nur in Deutsch. So zu sagen. 1, 2, 2. Empor, mach mal noch einen Curry. Komm.
Empor, gib mal noch was. Ich habe schon wieder viel zu viele gute Haare an dir gelassen, mein Lieber. Das funktioniert so nicht. Du kannst hier nicht immer in den Super Toy Club kommen, ja, und hübsche Bilder malen. Da kriege ich die Krise bei. Was passiert denn jetzt auf einmal? Ein Riesenkreis übers Bild, selber ausgekrosst. Oder kommt da jetzt ein großer Schwengel hin, so wie es sich bei mir auch zugetragen hat? Das wäre auf jeden Fall richtig killer. Ich habe den Eindruck, der Empor, der kommt immer her vor Fishing for Compliments, ne? Kommt immer freitags hierher, holt sich sein Lob ab und dann nach dem SCC hier auf die Schulter geklopft. Hast du gut gemacht, meiner. Dorn, das ist irgendwie so ein Weiß, ne? Das stinkt irgendwie ein bisschen. Ja, das mufft. Das riecht so ein bisschen wie ein DDR-Hostel oder so. Schumi, kannst du mal bitte kurz rausscrollen? Ich glaube nämlich, die ist gar nicht nackt. Das ist ein Latex-Overall. Schön eng, anliegend, ne? Ist halt ein Fury. Latex-Fury. Verpiss dich aus meinem Sumpf. Okay. Das hat richtig lange gedauert gerade. Ich guck gerade auf das Bild und denke mir, hä, was macht diese Uhr da? Top-Leistung, meiner. Gut, Zeit ist vorbei. Abfahrt, Leute. Abspeichern. Das war's gewesen. So, wir fangen an mit den Herren der kleinen Dinge. Dinski, da hast du dich ja schön inspirieren lassen von meinem Bild, was ich dir gerade eben gezeigt habe oder euch. Sehr schön. Ja, also ich finde, das ist sehr gut getroffen. Ich finde sogar, dass es etwas zu gut getroffen ist. Dinski, jetzt mal Real Rap. Ist der Schwengel von dir gewesen? Das ist 1:1 der Schwengel, der da über meine Wand gegangen ist. Dinski, ich glaube, wir sollten uns später nochmal zusammensetzen, ja, und verhandeln, wie viele Dosen du mir abdrückst. 6 Stück oder habe ich 6 gesagt? Ich meinte 12. 12 wären, glaube ich, gut, damit ich das vergesse. Aber da bin ich schon sehr freundlich gewesen. Aber kommen wir mal zum Style. Hier, diese schönen Bretter, ja? Ich sag's nochmal, ja? Junge, Bretter mit Blocks dran. Wen willst du hier eigentlich verarschen? Du kannst uns doch hier nicht alles vorsetzen und wir kaufen dir hier den Braten ab. Das kann ja nicht angehen. Das ist ja so ein Murks hier. Junge, Alter. Eine selbstgebastelte Hall aus Sperrholzplatten. So sieht das aus. Ja, schön genagelt. Wenn der erste Regen kommt, dann ist das Ding schon zusammengesackt. Da haben wir nochmal ein paar weitere Styles. Ein Style auch mit Pfeil. Am geilsten finde ich eigentlich das I hier, ne? Das I, wo halt einfach hier dieser geile Pfeil rauskommt. Zack. Mann, Mann, Mann. Ganz schön viele Buchstaben, ganz schön viele Farben. Danke, Dinski, dafür. Machen wir mal weiter mit Dorn. Wo fange ich an? Ich weiß, du warst lange nicht mehr da gewesen. Ist ja auch okay, ja. Da rostet man natürlich ein bisschen ein mit Paint. Das ist eine Sache, die muss man halt wirklich real keepen, ja, um halt das Niveau zu halten. Da hast du dich aber bist ein bisschen abgerutscht, ne? Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, ich stecke ja nicht drin. Bei diesem perlmutweißen Style finde ich irgendwie schon cool. So Pastellfarben ziehen mich sowieso an. Aber diese Hütte, 2-Punkt-Perspektive, ja, definitiv nicht toll. Aber jetzt mal zum Style, ja, ich denke die ganze Zeit, da steht JFG, aber wenn man mal genau hinguckt, ja, dann sieht man, dass das ein U ist und das, was aussieht wie ein F, ist in Wahrheit ein R, Dicker. Also lass es, bei der Graffiti-Politesse gibt's dafür einen dicken, fetten Strafzettel, Alter. Kostet mindestens 20 Euro, dieses Vergehen. Also sowas Verkrüppeltes habe ich noch lange nicht mehr gesehen. Dieses R ist so hässlich, dieses R ist eigentlich so unfähig. Stark, also geht so. Weiter geht's mit The Shumi One. Digga, fangen mir ja die Ohren an zu flattern. Man könnte ja denken, shame on you, wenn du das gerade gedacht hast, ne? Denn das Pony hat natürlich einen Latexanzug an. Vielleicht einen Boxenluder oder so. Gerade anstrengenden Tag gehabt beim Grand Prix der großen Toys in Le Mans. Lange Rede, kurzer Sinn, ne? Jeder muss sich mal irgendwie entspannen. Ja, da hat sie ihren Ort gefunden. Direkt am Tresen. Auch schön hier die halbleeren Gläser. Ja, der Uri Geller, der ist nämlich auch hier mit am Start. Dein Löffel, ne? Eindeutiges Beweismittel. Udos Uriges Eck. Uriges Eck. Udos? Udos. Udos Uriges Eck. Ich dachte gerade, Udo Dostres. Ich dachte, es sollte irgendwie sowas in der Richtung sein. Udos uriges Eck. Stabil. Schöne Alt-Berliner Kneipe, ne? Da kriegst du die Schulle noch aus der Tulpe. Mit Rosette. Nicht, dass der schöne urige Tresen irgendwelche Flecken bekommt, ne? So, dankeschön, Schumi. Eis. Miezekatze 420. Ich würde schon fast sagen, das erinnert mich so ein bisschen an einen Roll-Up-Style. Also schön von der Hauswand so nach unten runter, weil der Style so schön simpel und eckig ist, ne? Könnte ich mir richtig gut vorstellen. Schumi als Shrek. Jo, dein Ernst? Ich weiß, ich habe zugenommen. Ja, da können wir auch ehrlich drüber sprechen. Da stehe ich zu, ja? Aber, Dicker, da ich jetzt so fett geworden bin, dass ich
hier mit einem Shrek oder mit einem Ork auf eine Stufe gestellt werde. Das tut so weh. Also schmerzt schon ein bisschen. Sonst wurde ich immer in Tangas gepackt oder habe selber Brüste bekommen, weil damit kann ich mich ja noch irgendwo identifizieren, aber bitte, ja, mit einem Oger. Ah, okay, gut. Ihr seid hier die Chefs, nicht ich. Verpiss dich aus meinem Sumpf. Das soll hier der Sumpf sein, ja? Diese kleine Jauchegrube. Da passt ja nicht mal ein Ferkel rein. Wie soll ich mich bitte mit meinem wuchtigen Körper da drinnen suhlen? Die Farbgebung finde ich halt echt richtig geil. Ich mag halt auch, der Style outline-los ist. Das fetzt. Das hat irgendwie was. Das ist schön knackig. Ich mag auch das schöne Blau so, ne? Das ist, wie soll ich sagen? Es ist eine sehr, sehr runde Sache. Gefällt mir. Mieze? Empo. Junge, ich werd verrückt. Ja, eine Reise durch Raum und Zeit. Auch geiles Empor-Tag dazu mit diesem Spiral-O. Das verkörpert nochmal so diesen Strudel-Effekt, wenn wir durch Zeit und Raum reisen. Eine schöne Uhr, schönes, schlichtes Ziffernblatt-Design. Fühle ich. Style sowieso. Habe ich ja schon gesagt, ey, das R, Alter, richtig geil. Es könnte natürlich ein B sein, ne? Aber hier diese kleine weiße Linie macht natürlich den Unterschied. Und natürlich ist das ja auch nur so ein tragendes Element, ne? Dieser eine lange Pfeil, der hier unten ist, der sich durch alle vier Buchstaben zieht. Ey, I-Punkt. Der ist richtig stark. Starkes Ding, Alter. Ich empor. Ich kann ja nichts Schlechtes gegen sagen. Auch hier dieser ganze Effort, der hier mit diesen Linien gezogen wurde. Für alle Paint-Neulinge, ja, lasst euch gesagt sein, dass dieses parallele Malen und dann auch noch mit diesen ganzen geschwungenen Linien, das ist nervenaufreibend. Ja, also diese Geduld, die er hier an den Mann gebracht hat, ja, ich meine, die Linien, die berühren sich teilweise slightly, aber nicht wirklich doll. Also, das ist auch ein bisschen Skill, was wir hier sehen. Geil, Alter. Auch der Kreis, ja, wie mit einem Zirkel gezogen. Empor. Gut ab. Gut, das waren sie gewesen, unsere fünf Teilnehmer. Shumi mit einer Stimme Vorsprung hat er tatsächlich mal wieder gewonnen. Ganz knappe Kiste. Shumi wollte eigentlich gar nicht mehr so auf die Kacke hauen und hat es aber trotzdem gemacht. Krasses Ding rausgekommen. Latex Lady. Shumi, der Fokus liegt immer irgendwie woanders. Ey, sag mal, meinst du, liegt der Fokus auf geilen Graffiti-Content oder was? In was für einer Traumwelt lebst du eigentlich? Shumi, herzlichen Glückwunsch. So, Leute. Na dann. Das war's dann mit dem Super Toy Club. Ja, Leute, dann danke, Chat. Danke, liebe Teilnehmer. Shumi, herzlichen Glückwunsch für deinen Sieg. Ich bin's, euer Tumanda. Bis zum nächsten Mal und keep it toy. Leute, wenn euch der Mist gefallen hat, ne, abonnieren, auf die Glocke drücken, lasst einen Kommentar, gebt einen Daumen hoch, ja, und wenn ihr Bock habt, ne, kommt das nächste Mal vorbei. Freitag, 20 Uhr auf Twitch, ne, könnt ihr mitmachen. Hauptsache, ihr habt Paint an Start, ihr Luschen und tschüss.